Der Boss ist sehr schwer, viel Glück dabei. Level 14 ist er. Da kommt schon die Zunge. Ah, Flash Move. Sehr schön. Ich will mal den neuen Skill ausprobieren, wie der aussieht. Oh nein! Alter, sehr. Diese Projektile, die fliegen in so einem komischen. In so einer komischen Geschwindigkeit. Also die. Die fliegen erst ganz langsam und dann werden sie immer schneller. Das ist ziemlich fies. Aber jetzt geht's mittlerweile. Hört er auch mal auf damit? Ja, jetzt, ne? Ich habe einfach das Menü aufgemacht. Jetzt geht das wieder los, Mann. Okay, ich verkacke gerade zu oft das Timing mit diesen Projektilen. Könntest du das lassen, bitte? Alter, genau. Der will nicht damit aufhören, ne? Ich bin tot. Okay, Dex hier. Dabei wollte ich doch den neuen Skill ausprobieren. Okay, also der macht jetzt nichts anderes mehr, außer... Außer dem Projektil hier. Und dann auf mich zuzustürmen. Jetzt macht er noch hier mit seiner Klaue irgendwas. Jetzt schlägt er noch damit zu. Aber sonst... Fuck, Alter. Kannst du nicht wieder mit deiner Zunge da attackieren? Ja, ich bin... Oh, Mann. Das wird nichts mehr. Das gerade mal... Gerade mal erst zur Hälfte tot. Was macht er jetzt? Ah, jetzt wieder mit der Zunge, okay. Du weißt schon, dass du auch heilen kannst. Aber ich will jetzt nicht an diesem Boss da direkt die ganzen Heilungs-Items verschwenden. Weil vor ihm ist eh auch ein Speicher. Schnellreisekristall. Ja, ich schaff's eh nicht mehr, bring mich um. Retry. Okay. Ja, erstmal erwischen lassen. Das ist der neue Skill. Sieht cool aus auf jeden Fall. Das war der falsche Knopf. Jetzt geht's wieder los. Merkt man, dass ich gerade maximal konzentriert bin? Ich glaube schon. Deswegen bin ich jetzt auch so still, weil das muss halt echt sein. Für Leute war auch echt gut jetzt. Also ich bin ein bisschen von mir selbst überrascht. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, okay, jetzt heile ich aber. Weil mit Erdol läuft es gerade so gut und... Das soll nicht gleich enden.
Ja, noch eine. Achso, ich bin ja vergiftet auch. Ich hab gerade einfach statt Ups gesagt. Wieso auch immer. Manchmal denkt sich mein Gehirn ganz random solche komischen Wörter aus. Nein, Spaß. Habe ich nicht gerade. Hat er mich schon wieder vergiftet? Oh nein, eine zweite Phase, aber er ist fast tot, von daher. Oh nein! Ja, Flash Move! Achso, der hat noch eine zweite Leiste! Oh nein! Warte, wie mache ich nochmal? Ich muss mal kurz hier gucken. Button Commands. Extra Skill. R und L, okay. Warte, kann ich gerade nicht, oder? Ich heile nochmal. Kann ich gerade nicht den Extra Skill benutzen? Doch. Ich habe zwar gerade R und L schon gleichzeitig gedrückt, aber es ging nicht. Auf ihn! Volle Power! Oh nein! Jetzt nutzt er hier noch seine... diese Unsichtbarkeitsfähigkeit im Kampf. Nein! Weg, 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 weg. Sollte vielleicht... Ah, fuck! Nein! Als ob jetzt... Okay, das ist dumm. Sahat, du musst das jetzt hier... jetzt hier richten. Erstmal Flash Move, genau. Verpisst euch, ihr kleinen Drecksviecher. Weg mit dir, Mann! Okay, wenn du mich mit einem von diesen komischen... Säure-Dingern da erwischt, bin ich sofort vergiftet. Und ich habe gleich keine Crewberries mehr. Keine Cranberries. Hier Coconut noch. Raste komplett aus. Ich bin so angespannt. Aber ich glaube, ja, es. Ich kann das gar nicht mehr verlieren, ne? Yeah! Ich bin aber etwas traurig, dass ich so viele Heilungs-Items nutzen musste, um den zu schaffen. Also gut, die erste Phase. Habe ich halt wirklich.
richtig gut überstanden. Weil ich halt auch schon die ganzen Attacken kannte. Aber ja. Dann kam die zweite Phase und die hat mich ein bisschen gefickt. Vor allem Adol stirbt. Lexia kommt rein und stirbt auch direkt wegen dem Gift. Also ich glaube, es war wegen dem Gift. Obwohl, letztes Mal war ja eigentlich so, dass Gift einen nicht töten kann. Naja. Roaring Seashore. Sure. We've made it to the west side of the island. We heard someone's round here. Let's go look for him, Adol. Ach, hier soll jemand sein, okay. Wenn es dir zu schwer ist, kannst du auch die Schwierigkeit verringern. Ach nein. Ich finde es schon gut, wenn es eine Herausforderung gibt. Auch wenn man den Boss nicht beim First Try schafft. Weil es ist ja auch langweilig, wenn man einfach nur drauf los, also drauf hauen muss die ganze Zeit und dann ist er schon besiegt. Ich finde, so macht's eigentlich schon ziemlich viel Spaß, weil ich spiele auch unheimlich gern irgendwelche richtig schwierigen Plattformer, zum Beispiel Donkey Kong Country oder Mega Man, die ganzen Teile. Weil das beste Gefühl bei solchen Spielen ist, bei schwierigen Spielen allgemein, Thief's Note 2. I know how to hunt and fish at least. I'm confident I can survive here. I've left no stone unturned and yet I'm no closer to finding a way off this island. I managed to build a raft, but the tide was too strong. I didn't make it very far. Maybe I really am trapped here forever. No, I can't give up yet. Not when I'm still alive. T. What's this? It appears to have been left behind by someone who was here before us. Who knows if this person is still alive, though. Okay, T's Note 2 war das jetzt, aber das... Ich habe auch die erste Notiz nicht gefunden, ne? Werde ich verpasst haben. Aber was ich sagen wollte noch, das beste Gefühl bei schwierigen Spielen ist einfach, wenn du ganz knapp so eine richtig schwierige Stelle schaffst, weil es ist einfach so ein erleichterndes Gefühl, dass du das endlich hinter dir hast. Oder wenn du halt irgendwo feststeckst die ganze Zeit und die ganze Zeit stirbst und nicht weiterkommst. Und wenn du es dann schaffst, das ist einfach so, endlich, Mann. Ja. Und bitte, Let's Play irgendwann mal ein DKC-Spiel, auf jeden Fall. Ich werde die ganze Trilogie mal spielen. Oder, ja, alle fünf Teile, kann man sagen, weil DKC 1 bis 3 und Returns und Tropical Freeze. Sind halt alles echt geile Spiele. You found someone who could be a castaway. Do you want to talk to her? Okay. Wieso nicht?